Jeder, der schon mal auf Krücken gelaufen ist, weiß, wie anstrengend das ist. Gerade Menschen, die aufgrund einer Amputation langfristig auf Gehhilfen angewiesen sind oder bei Amputationssportlern, die sich sportlich damit betätigen, kann das zu schweren Folgeschäden wie Überlastungsprobleme, Kraftdefizit oder eine veränderte Körperstatik führen. Dieses Trainingsprogramm soll helfen, solche Funktionseinbußen zu mindern oder gar zu beheben. Dazu nutzen wir das beste Trainingsgerät, das wir kennen, unseren eigenen Körper. So werden nicht nur einzelne Muskeln, sondern das gezielte Zusammenspiel der Muskelgruppen trainiert. Komplexe Bewegungen werden so trainiert, dass die eingebundenen Gelenke optimal zusammenarbeiten. Diese Übungen sprechen die sogenannten kinematischen Ketten an. Ganz nach dem Motto: ohne Mobilisation keine Stabilisation und ohne Stabilisation keine optimale Kraftentwicklung. In diesem Video zeigen wir euch Übungen für die Schultern und Handgelenke. Jeder, der schon mal Krücken gelaufen ist, kennt das Problem. Am Ende schmerzen immer die Handgelenke und die Schultern als erstes. Daher ist es wichtig, diese zu kräftigen und zu stärken. Mobilisation durch wechselseitige Vorwärts-Rückwärts-Rotation der abgeknickten Unterarme. Wechselndes Vor-Hoch- bzw. Gegengleich hinter dem Rücken führende Arme, dabei in den Ellbogen abgeknickt. Seit-, Auf- und Abdehnen der Arm-Schulterpartien mit leichter Zug-Druckunterstützung durch die andere Hand. Armkreisen vorwärts, rückwärts, gegengleich, im Wechsel. Lockern der Gelenkstrukturen durch Ausschütteln der Arme. Arme in Vorhalte, Finger beider Hände über Kreuz verschränkt. In dieser Position aktives Aus- und Eindrehen der Arme. Wechsel der Armposition. Körper bildet eine gerade Linie, oberes Bein angewinkelt, unterer Arm in Schulterhöhe vorgestreckt. Der andere Arm wird lang in Gegenrichtung und wieder zurückgeführt. Dabei soll dieser Arm weit über die abgelegte Handfläche hinausgeschoben werden. Wechsel der Seitlage. Durch das Abstützen mit dem Stumpf erfolgt Beckenkippung, sodass die Armkreisbewegung nicht immer bis zum Boden erfolgen kann. Kniestand mit Unterarmstütz, Unterarme etwas über Schulterbreite auseinander. Oberkörper weit vor- und zurückführen. Handflächen und Knie am Boden wie festgeklebt. Schultern möglichst weit nach links und rechts schieben.
Oberkörper führt möglichst große Kreisbewegung aus, wobei Schulterachse parallel zum Boden bleibt. Dann Rotationswechsel. Körper möglichst gestreckt in Seitlage, bodennaher Arm am Körper angelegt, bodenferne Hand etwa in Schulterhöhe dicht vor dem Körper aufgestellt. Kräftiges Hochdrücken des Oberkörpers vom Boden durch Armstreckung, langsam wieder zurück. Seitenwechsel. Stabilisation der Seitlage je nach Amputation durch leichtes Anwinkeln des Beins. Kniestand, Unterarme in Schulterhöhe auf Matte gestützt. Kniewinkel zum Rumpf etwas größer. Linken Arm strecken, rechten Arm strecken, wieder zurück. Dann rechten Arm strecken, linken Arm strecken, wieder zurück. Gleichzeitiges Abheben beider Unterarme vom Boden in die Stützposition, dann langsam wieder zurück. Halbe Liegestütz, Arme lang, Knie aufgestellt. Langsames Beugen der Arme mit seitlich ausgestellten Ellbogen, bis das Brustbein knapp über dem Boden ist und wieder zurück. Gleiche Ausführung wie zuvor, jedoch Ellbogen dicht am Körper. Deutliche Intensivierung des Krafteinsatzes durch Ausführung der Übung mit Fauststütz und Variieren der Hebellänge durch Abheben des Knies vom Boden. Kniestand mit Unterarmstütz, Handflächen zeigen nach oben. Vorschieben der Schulterpartie bis in die Handflächen und wieder möglichst weit zurück. Knie und Unterarme dabei wie festgeklebt. Deutliche Intensivierung des Krafteinsatzes durch Abheben des Knies vom Boden und Variieren der Beinstreckung. Wichtig, dass Beckenlinie an fehlender Beinseite nicht absinkt, sondern stets parallel zum Boden bleibt. Kniestand mit Unterarmstütz, Handflächen zeigen nach oben, Unterarme etwas über Schulterbreite. Vorschieben der Schulter bis in die Handflächen, danach Vorschieben der rechten Schulter Richtung linke Handfläche, dann linke Schulter Richtung rechte Handfläche und so weiter.
Gleiche Bewegungsabfolge, aber deutliche Intensivierung des Krafteinsatzes durch Abheben des Knies vom Boden und Variieren der Beinstreckung. Darauf achten, dass Beckenlinie an fehlender Beinseite nicht tiefer absinkt, sondern möglichst gleich gehalten wird. Danke Salo, danke Klaus, hat mal wieder richtig Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr habt viele Informationen bekommen. Ich denke, wenn ihr noch mehr wollt, dann wendet euch an Anpfiff ins Leben. Die sind gerne bereit, euch Unterlagen, Informationen und Fragen zu beantworten. Danke und tschüss.